Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einer neuen Gameplay-Review. Wie ihr hier seht, Leos Fortune. Und das ist ein iOS-Spiel mal gewesen, was sie jetzt für die PS4 gemacht haben. Ich starte erstmal, da war ich schon sehr heiß drauf, weil die ersten Bilder mir sehr zugesagt haben. Von der Grafik her, vom Sound her kann ich es ja nicht beurteilen, aber von der Grafik her haben mir die ersten Bilder schon sehr zugesagt. Und da hat man auch so gesehen, dass es so von links nach rechts halt so ein bisschen die Schicklichkeit ist. Und ja, da will ich mich jetzt mal überraschen lassen. Ich habe mich auch noch nicht so sehr spoilern lassen. Yeah. Da ich natürlich... Good mornings. Those with warm tea and the purple light. Then, da ich natürlich kein iOS habe, habe ich es vorher auch noch nie spielen können. Ich habe mir auch nichts dazu durchgelesen und so, weil ich mich da selber überraschen lassen wollte. Aber so sieht das schon mal ja nicht mal so schlecht aus, so von oben. So, das Erste, was man jetzt so sieht. So. Ja, das ist so wie, denke ich mal, wie beim Telefon mit großen, dicken Knöpfen haben sie das extra so gelassen. Gehen wir mal auf Einstellungen. Untertitel. Mehr können wir nicht machen. Okay. Was haben wir hier? Trophäen. Achso. Achso, das sind welche, die das Spiel gespielt haben. Okay. So, wir werden es jetzt einfach mal spielen. Also wir kommen. Ich kann euch die anderen Landkarten von Akt 2 und so nicht zeigen. Ich kann nicht vor. Ich kann mir nur bestätigen. Aber das macht ja nichts. Also, was süß gemacht. I used to be Leopold the Golden, Leopold the Fortunate. They called me the grand inventor of greatest engineering. But when my fortune was stolen, I was only mit dem Dialekt finde ich gut. Es war Englisch, aber man hört sich gut an. Involved, for the thief had dropped my gold like breadcrumbs through the woods. I left in haste with a note to my wife. Matilda, dearest, I have gone to catch a culprit. I hope to be back by evening supper. Yours kindly, L. Mit Steuerkreuz. Ah, ich kann mit linken Analogstick und mit Steuerkreuz. Ich mach lieber mit linken Analogstick. Achso, ich kann mich aufplustern, wenn ich X drücke. Und schwebt da. Viereck ist ducken. Kreis ist ducken. Und Dreieck ist ausspringen. Ah, cool. Die Grafik sieht geil aus, finde ich, oder? Guckt mal vorne die Lichteffekte. Die Blüten, was da so runterfallen. Oder Kirschblüten halt oder so. Ah. Und auch das Gras im Hintergrund. Der Teil ist echt gut animiert. Mit dem Fell. Ich find's süß gemacht. Auch hier, guck mal, da unten die Zahnräder. Oder falls das was das sein soll. Yes. Ah. Hihi. Hey, ich find's geil. Auch wenn ich hier so aufgeplust da durchflitze. Yeah. Hoho. Och, verpasst. Sterbe ich, oder? Ei. Mist. Hm.
wonder how it works. Okay, also. Ist ja cool. What's this now? Hey, sorry Leute, aber ich find's echt geil. Der gleitet hier wohl lang. Oh. Ja. Auch von mir auf jeden Fall. Ich find's, also das kann ich echt nur empfehlen, weil das macht unheimlich. Oh, Gaudi. Ah, okay. So. Hoho. Entschuldigung. Oh oh. Oh 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 oh. Münzen waren 112. Drei Unfälle. Auch der gibt Abzug, okay. Wie lange nehme ich jetzt auf? 8 Minuten. Na, eine Runde können wir noch. Eine Runde können wir noch. Ich finde das echt geil. Also das ist wieder mal so ein kleines Spiel, was mich jetzt wieder von Anfang an gleich fesselt. Oh, da wird sich meine Tochter freuen. Das werde ich morgen mit meiner Tochter spielen. So, shit. Hoppala. Okay. So. What is this mysterious contraption? Oh, scheiße! War nicht schnell genug.
Ups, gut, da sterbe ich. Hab gedacht jetzt, weil er eben hängen geblieben ist. Oh, ne, da sterbe ich. Oh. Okay. Oh, shit. Shit. Will ja alle Münzen sammeln. Hoppala. Halt. Oh. Ich finde den echt süß, er macht das Spiel. Ja. Oh, nee, machen wir lieber so. Das ist aber echt süß gemacht. Oh, eine Trophäe. Ein Zahnrad. Ja, würde ich sagen, dann reicht das jetzt auch erstmal. Sind wir bei 13 Minuten. Kurz und knappes Video ist da Oma nicht schlecht. Also von mir auf jeden Fall absolut geil. Absolut geil. Macht echt Spaß. Ist ein kleines, süßes Spiel. Meine Tochter wird sich freuen, deswegen wollen wir mit ihr spielen. Das ist so wieder so ein Spiel, wo ich sage, auf dem Abend oder so, wenn man ein bisschen Ruhe braucht, einfach so ein bisschen gesmoothed spielen will, ist das sehr, sehr schön und die Grafik ist top. Also die Grafik ist wirklich toll. Diese kleine Vieh, das sieht so süß aus, wenn das animiert ist. Ich werde da mal in Level 3 reingehen. Entschuldigung. So. Hier vor allen Dingen, wenn es aufgeplustert ist. Sieht das nicht süß aus, das Vieh? Ich weiß nicht. Ich finde das süß. Mit dem Schnurrbart da und den Kulleraugen. Ich finde das geil. Also absolut genial gemacht. Von mir auf jeden Fall. Wenn ihr wirklich so ein Spiel hier... Ihr habt sie gesehen, wie ich es gerade gespielt habe. Wenn ihr wirklich ein entspanntes Spiel sucht, wo man auch... Er hat doch sein... Ich denke, man wird auch noch später noch kniffliger werden. Mit den Passagen, wo man lang muss. Dann seid ihr hier genau richtig. Und ich finde es absolut süß gemacht. Wirklich keine Gewalt drin. Für Kinder super geeignet. Kann ich echt nur empfehlen. Das soll zu filmen davon auch gewesen sein. Ich werde es vielleicht ab und zu öfters mal spielen. Ich bin am überlegen, vielleicht werde ich es demnächst mal streamen. Wenn ihr Bock habt, schreibt einfach unten drunter, dass ich mal streame mit euch und das Spiel vielleicht spiele und ja, dass man sich dabei ein bisschen unterhalten kann oder so. Ihr schreibt, ich bin ja denn am Spielen, ich habe den Chat dann offen. Dann schreibt es einfach unten drunter. Ist ja bald soweit, dass ich meine bessere Leitung bekomme. Von daher verabschiede ich mich jetzt erstmal mit einer absoluten Kaufempfehlung für das Spiel. Ihr findet unten in der Videobeschreibung den Link zum PSN, weil ich habe es auf dem PSN. Da
da gibt es ja diese Sony-Webseite, da verlinke ich euch ruf, da könnt ihr dann gleich das bestellen, wenn ihr haben wollt. Von mir auf jeden Fall ein Doppeldaumen hoch. Ein absolut schönes, sehr süßes Spiel. Ja, für iOS, wie gesagt, gibt es das auch. Oder gab es schon vorher für iOS und jetzt importiert für die PS4. Da finde ich gut, dass sie da sowas auch machen. Einen dicken Daumen hoch. Ich verabschiede mich. Ich möchte nämlich gerne weiterspielen. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.